In Köln und Wien konnte auch Martin Berger bereits das Publikum als Khashoggi begeistern. Wieder mit einer weiteren guten Cast arbeiten zu können, beeindruckt ihn. Es ist wirklich toll, wie die Leute immer zusammengefunden werden eigentlich für dieses Stück. Und es muss wohl wirklich an der Magie des Stückes liegen, dass es immer hervorragend ist. Also wir haben so ein tolles Ensemble, zusammengewürfelt aus weiß ich wie vielen Nationen. Eine tolle Band, eine tolle Crew und jetzt auch in einem tollen Theater, muss man auch sagen. Ja. Das passt einfach wie, darf man Arsch auf einmal im Radio sagen? Aber kann da hast auch, du schon gesagt. Habe ich schon gesagt, okay, zu spät. Und auch bei der Beschreibung seiner Rolle zeigt die Killer Queen, dass sie das Sagen hat. Das ist sozusagen die graue Eminenz. Die Killer Queen befiehlt und der Khashoggi ist sozusagen der Geheimdienstchef. Der soll immer alles für sie erledigen, nicht immer ganz zu ihrer Zufriedenheit, was sich dann ja auch in Another One Bites the Dust erledigt, diese Beziehung unter Anführungszeichen. Und ich bin halt der Geheimdienstchef, der dafür zuständig ist, dass die Gaga-Kids richtig erzogen werden, dass also alles richtig läuft. Er ist mein Scherge. Ja.